Zumindest kann ich jetzt einen Eintopf für Radar kochen. Ja, das können wir. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodim, zu einem weiteren Part von Minecraft Streamout mit dem Zwergenfürst. Hier wären wir also. Na dann, Radar. Reden wir mal mit dem. Hey. Wir haben eventuell was für ihn. Ja, ich komme klar. Ach so, ja, müssen wir erstmal kochen. Das ist alles. Diese Suppe erstmal craften. Da drüben, da war doch eine Werkbank. Da können wir erstmal die können wir verwenden und eine Suppe für Raider machen, die hier kurz vorm Verhungern ist. B. Ja. Nutzen wir die Macht der Werkbank. Rezept. Alles klar. Ja, ist mir klar, wie komme ich an meine Zutaten? Roter Pilz. Ich glaube, der musste dahin. Der dahin. Und die Schale darunter. Hüstel, hüst. Nein, ich wollte es nicht löschen. Na komm, die Schale noch. Die Schüssel. Ja, genau das. Eine Pilzsuppe. Aber vielleicht hilft es Raider ja wieder zu Kräften zu kommen. Ich hoffe doch. Na dann, bringen wir es zu Raider. Raider, die Pilzsuppe für dich. Einen Topf geben. Fertig, ein frischer Bottich-Pilzeintopf. Danke, Jesse. Du hast ja keine Ahnung, wie glücklich. Nein, pst. Ich denke, ich trinke etwas von der Brühe. Mhm. Okay. Interessante Einstellung. Du hattest vorhin recht. Ich muss mich echt mehr anstrengen. Das ist ja ein Gefängnis. Von nun an bin ich. Okay. Was ist der? Gefängnis, Raider. Gefängnis, Raider. Ich hole mir meine eigenen Pilze. Mache meine Sie überlegen eigenen nur die Harten. Gehe super spät schlafen. Nur die Harten kommen in die Garten. Breche alle Regeln, wenn mir danach ist. Okay. Ja, schon klar. Ja, ich meine, egal. Und jetzt zur Seite, Jesse. Jetzt zeigt Gefängnis Raider schon der Welt, gut, dass er sich mal um sich selbst kümmert. Ist gut, wenn er selbstständig wird. Ja, warum nicht? Richtig! Los, mach mich fertig! Was? Was geht hier vor sich? Gefangene X ist geflohen! Ich wiederhole! Gefangene X? X ist geflohen! Okay. Das heißt jetzt genau. Alle Gäste melden sich sofort im nächsten Aufenthaltsraum. Ich glaube, die meinen Zelle. Ja, und du solltest da definitiv okay. Nicht reingehen. Dieser Ort wird immer seltsamer. Sperren wir uns jetzt selbst ein. Gefangene X? Ja, okay. Sie soll eine berüchtigte Gefangene sein, die sie super sicher eingesperrt haben. Immerzu flieht sie. Es heißt, sie kennt sogar den Weg durch das Labyrinth. Warum stellen wir uns nicht einfach der Gefahr wie immer? Eingesperrt sein. So tief unten, dass wohl niemand sonst die Ebene mit ihrer Zelle gesehen hat. Ja, allerdings. Die brauchen wir nicht. Wenn Gefangene X fliehen kann, können wir das auch. Ich weiß allerdings. Nicht. Das ist ein ungemütlicher Ort. Ein Führer wäre nicht schlecht. Es könnte wenn sich das jemand anders kann, dann wie. Aber wo genau ist sie? Laut Nürms Quellen wird Gefangene X im tiefsten, dunkelsten Verlies im Sonnenschein-Institut festgehalten. Dem Zellenblock X. Ich erkenne da ein Namensmuster. Ja, die haben es ganz schön mit dem X.
Wir müssen in den Zellenblock X gelangen. Soviel ich weiß, kann man nicht einfach in den Zellenblock X reinspazieren. Man kann auch nicht einfach so nach Mordor reinspazieren und trotzdem haben es die Hobbits gemacht. Wenn wir schon in die Minen kommen, vielleicht finden wir diese Xera. Man kann nicht einfach so nach Mordor. Ihr werdet in die Zombie-Minen geschickt, wenn ihr noch mehr Ärger macht, okay? Der Aufseher glaubt ohnehin, dass ihr für Ärger sorgt. Scheint nicht allzu schwer zu werden. Ich glaube, wir laufen mal nach Mordor. Tritt einfach noch mehr Probleme los. Tickelt ohne Wiederkehr in die Zombie-Minen. Der Aufseher hasst mich abgrundtief. Das könnte ich zu meinem Vorteil ausnutzen. Stimmt. Manipuliere den Mann, damit er für uns arbeitet. Gefängnis-Raider stimmt dafür. Gefängnis-Raider. Okay, das ist dein Plan. Ich. Du bleibst hier und ruhst dich aus. Ich werde einen Weg aus Zellenblock X finden. Alles klar, Jesse. Aber Nürme kommt mit, oder? Ich will Nürme mitnehmen. Nürm, komm mit. Aber wie soll ich mich da runterschicken lassen? Vielleicht machst du einfach Stress, greifst jemanden an und wer angreift, wird mit runtergeschleppt. Apropos verdächtig aussehen, da muss irgendwas drin sein, mit dem ich in Schwierigkeiten geraten kann. Bestimmt. Ochsblattzelle. Oh ja. Das gibt Schwierigkeiten. Wollen wir da einfach einbrechen? Hat der irgendwo ein Kuscheltier? Eine Wollmauer. Oh, ich erkenne eine Geheimtür mit links. Entfernen? Das sag nicht, du kannst die Wolle nicht entfernen mit der Faust. Ich glaube, dahinter steckt noch ein Raum. Aber wie komme ich da rein? Er hat sich nach draußen gebuddelt. Wie kommt man durch den Geheimgang? Dann wollen wir jetzt einen Geheimgang. Geheime Knöpfe. Aufklingen lassen. Jetzt kommen wir vorwärts. Knöpfchen. Okay. Mal sehen, was Herr Groß, Rot und Grausam da versteckt. Ja. Knopf 2, Knopf 3, Knopf 1. Ich fange mal mit Knopf 1, Knopf 2 an, meine ich natürlich. Also bewegt dieser Knopf diesen Block. Ah, okay. Und Knopf 1 bewegt. Die Knöpfe bewegen also die Blöcke. Ah, und Knopf 3 bewegt das untere. Geschafft! Ja! Los. 2, 1, 3, das war doch nicht so schwer. Das ist ganz logisch. Der Pilz. Eine Mushroom? Was zum Geier machst du hier? Mushroom. Für mich so, als könnte ich dich das selbst. Ein geheimer Pilzvorrat. Willst du mir nicht erklären, was du in meinen Privaträumen treibst? Besucher nicht willkommen. Und du bist sicher ein Besucher. Was machst du Wieso da? Wieso erklärst du nicht, was du da tust? Wir wollen ja Stress mit ihm. So spinnt. Oh. Du hast es bestimmt gemerkt, dass wir sollten uns nicht mit Hellboy anlegen. Und jetzt raus aus meiner Zelle, bevor du es bereust. Wer so ist dieser Spinner? Das ist Nürm. Nürm. Heiliger Strohsack. Hallo Nürm. Sag ich doch, die kommt mit dazu. Damit können wir den ganzen Raum füttern. Oder nicht? Hey, Pfoten weg. Teil macht Spaß. Ihm aber nicht so sehr, wie es ausschaut. Wir lassen alle die Pilze im Raum stehen. Das gibt Ärger. Was läuft denn hier drin ab? Nur schon. Wir brauchen die Pilze nicht mehr. Natürlich. Du bist es. Anthony, Scheren. Das ist deine letzte Chance, ein paar Fehler zu korrigieren. Du scherst die Mushroom und deinen Freunden wird nichts passieren. Nö, und ich will aber... wenn ich es nicht tue, dann kann ich das Versprechen nicht versprechen. Ich will aber doch die untere Ebene.
Ich tue nix. Auf keinen Fall. Bring mich doch runter, die Zombie-Jäger. Bringt es weg. Nein, nicht mein Chef. Nein. Du weißt echt nicht, wann du aufhören solltest, Probleme zu machen. Nun, Unruhe stiften hat Konsequenzen. Ich bin Jesse. Ein wirklich böser Junge. Bring mich runter. Was zum Geier machst du da? Eine Lektion erteilen, Jesse. Keine Myzel mehr. Sie verhungern. Du und was? Deine Freunde werden in die tieferen Ebenen verbannt. Nein. Niemals. Nicht in die Zombie-Minen. Mein werter Rivale ist eingebuchtet. Nein. Wir mussten in die tieferen Ebenen. Hoffentlich können wir sie überleben. Wir kommen endlich runter. Nein, bloß nicht. Lass mich hier. In die tieferen Ebenen. Und die Leute da oben verhungern. In den Zombie, Luna. Oh, hier gibt's Kampf. Gerade wenn man denkt, man hat Kampf schon alles ist Kampf. Wo genau Zombies. Und die fressen verdorbenes Fleisch, deshalb sind sie alle grün. Und die ebenso widerlichen Gefangenen vernichten sie und sammeln das Zombiefleisch ein, was widerlich ist. Verstehe. Aber wieso? Um zu überleben. Mir egal. Mach deinen Job. Um zu überleben, müssen Zombiefleisch essen. Bah. Also ab in den Kampf. Ja. Du hast den Admin nie in Frage gestellt? Man stellt Größe nicht in Frage. Und er ist der Größte. Das ist eine berechtigte Frage. Zumindest. Du hast dir das selbst eingebrockt, Jesse. Ich versteh's nicht. Du hättest dich dem Admin anschließen können und hättest bescheuert. Stattdessen hast du alles weggeworfen. Durch die Leute, die dir laufend zujubeln, hast du Wahnvorstellungen bekommen. Dachtest wohl, du könntest einfach. So bin ich eben. Wir wollen ja hier nicht unsere Pläne kundgeben. Ich bin rebellisch. Das ist einfach so. Scheint so. Aber ich warne dich. Stella wird es nicht vergessen. Mit dem Admin an. Das würde kein gutes Ende nehmen. Ich gebe dir einen Rat. Nur einen. Versuch keine weiteren Schwierigkeiten zu machen. Okay. Wenn du das machst, landest du im Hochsicherheitstrakt. Dann muss ich wohl weitere Schwierigkeiten machen. Du hast den Alarm vorhin doch gehört. Das war Gefangene. Das Gefangene X drin. Wir haben sie erwischt. Und sie? Da werde ich bestimmt keine Schwierigkeiten machen. Du willst sicher nicht hier landen. Nein, nicht doch. Also keine Mätzchen. Niemals. Niemals will ich da runter. Gerade? Klingt, als wäre der Schacht unser Weg zur Gefangenen X. Ja, das heißt, wir müssen Ärger machen. Ärger machen. Wie kriegen wir das mal hin? Wir hauen einfach das Lama. Wir hauen Luna auf den Pups. Wir werden das. Das wäre doch. Wäre es Ärger genug? Können wir die einfach. Können wir von das Lama, das arme Lama, ja, ich weiß, aber vielleicht bringt's uns weiter. Nicht so an, Luna, komm schon. Au, Luna, lass das. Ja, Luna will halt nicht. Ich glaube, meine Lama-Grenze erreicht, Luna, lass das. Es mag dich einfach nicht besonders, Stella. Ich versteh's nicht, ich habe es verdient, verehrt zu werden. Da sind wir und vielleicht auch Luna an geteilter Meinung. Dann musst du dich wohl um wichtige Angelegenheiten kümmern. Leute hier unten, mit denen wir nicht reden können. Sonnenscheinposter. Das ist ein Zombie-Kopf. Hat doch nichts mit Sonnenschein zu tun. Okay. Der Ort hier hat Sonne und Schein im Namen. Aber das gibt es hier beides nicht. Zombie und Verzweiflung. Ja. Worte. Zombie-Verzweiflungsinstitut. So und etwa. Petra und Nürm. Hey Leute! Was gefunden? Nürm ist der Beste. Ich behalte die Zombie-Spawner im Auge. Ja. Die Dinger könnten jederzeit losgehen. Da sollten wir besser vorbereitet sein. Halt die Augen auf. Genau. Hm.
Mit Gnom speziell sprechen kann ich nicht, oder? Loch in der Mauer. Schauen wir es mal an. Was ist das? Oh, der große Typ Oxblood hat hier unten den Kopf an die Wand gehauen? Weiß nicht wieso, aber er hat echt einen harten Kopf. Wir haben das noch nicht in Ordnung gebracht. Okay. Redstone. Ich will Redstone. Womit das verbunden ist. Mit. Hier müssen wir durch. Das ist die Tür. Es muss einen Weg reingeben. X. Aber die Tür rührt sich nicht. Hey, versuch gar nicht da reinzukommen. Siehst du die Rahmen? Nur Admin und Aufseher haben die richtigen Gegenstände. Und das könnte alles Mögliche sein. Außerdem. Klingt nach einer Möglichkeit. Die Zelle der Gefangenen X. Das wäre einfach Wahnsinn. Dann müssen wir über einen Aufseher. Nun, ich versuche zu entkommen, Mann. So einfach ist das. Ja. Willst du nicht auch hier raus? Aufseher. Das ist platt machen. Unwichtig. Niemand entkommt. Vor allem nicht durch diese Tür. Na, das werden wir doch sehen. Der Redstone führt also zur Tür. Wenn ich den Redstone-Schaltkreis umgehe, kann ich die Tür öffnen. Bestimmt hat einer von den Wächtern einen Hebel. Hey, Leute, hier drüben. Können wir doch einen der Wächter umlegen und was dann haben wir ganz wir toll Ärger. Finden, um den Redstone-Schaltkreis und dann werden wir entweder durch ihn verlegt oder wir kriegen so den Schalter und öffnen die Tür. Sie kann uns helfen, hier rauszukommen. Hey, Jesse, hör auf so rumzulungern. Ich lungere nicht. Weißt du, und du lungerst wahrscheinlich hier. Dann noch angreifen. Das klingt ja noch besser. Ja, Raider. Können wir mit dem noch reden? Gefängnis Raider. Hey Raider, alles klar? Dieser Pilzstall. Das war krass, was? Da sagst du was. Ja, aber das hier unten ist wahrscheinlich noch krasser. Das ist mein Jesse durch und durch. Danke, Kumpel. Aber die Wir überrumpeln einen Aufseher. Doch, hier? Nur Zombiefleisch. Wir das ist übel. Aber der Reihe da wird nach einem übel. Finden wir diese Gefangene X und verschwinden wir. Jo, das tun wir. Das machen wir. Na denn, mit dem können wir nicht reden. Mit ihm hier können wir reden. Carmin. Okay, reden mit Carmin. Hallo Carmin, was ist mit dir? Das ist kein frisches Fleisch. Oh, du magst das Zeug echt, was? Nee. Oh. Ich liebe es. Viel Protein, viel Geschmack, manchmal vielleicht etwas deftig. Aber man lebt ja nur einmal. Ja. Du wirklich nichts? Ganz YOLO oder so. Mehr als genug. Nein, danke. Ich verzichte. Möchte kein giftiges Fleisch. Nein, nein. Nein, danke. Oh, da oben hatten wir was. Zum Anklicken. Dorengleise. Oh. Die müssen wir uns anschauen. Die Dorengleise. Wo sind denn die? Da gehe ich hier durch den geheimen Raum. Gute Frage, was will man mit Zombiefleisch? Verrottetes Fleisch. Und will man damit noch anfangen? Trockenfleisch kann man verstehen, ja, das isst man hier ganz gerne. Aber Zombiefleisch, verrottetes Fleisch, schimmelig. Ja. So, den Wächter angreifen müssen wir. Aber wie machen wir das am dümmsten? Reden mit Stella. Ja. Weißt du, Jesse? Sollten getrennt bleiben. Ja, alles klar. Ja, ich bräuchte da mal deine Hilfe. Ich muss einen Hebel machen. Pronto. Und wieso? Weißt du, interessiert mich sowieso nicht. Was kümmert es dich? Was kümmert es dich? Hilf mir einfach. Der alten Zeiten wegen. Wenn es um meine Zukunft als Partner des Admins geht, kümmert es mich sehr wohl.
Ich werde dir nicht helfen. Deine Zukunft, Zukunft und Edmund und du und vergiss das. Und für dich gebe ich dir nicht auf. Du wirst eindeutig benutzt. Wie kannst du das nicht erkennen? Nein, wir... Naja, wir benutzen uns gegenseitig. Ist klar. Glaube ich. Das alles sind klar. Vielleicht ein paar gute Argumente, aber nicht genug. Ich bin hier zufrieden. Ich habe Respekt. Weißt du, und Macht und... ja. Du und Macht, ist klar. Glaub du weiter dran. Viele Leute hätten die wirklich gerne. Und gib mir den Hebel. Mit dem Hebel. Wenn eine Frau das sah aus wie zwei Elsen dran, aber das ist auch ein Ausrufezeichen. Du und deine Logik. Na schön, aber bitte mich nicht nochmal um ein Das war's für uns. Keine Rivalität mehr. Na, endlich! Und sie hat uns zum Ausbrechen geholfen. Ganz egal, wie viele Welten ich sehe, ich kehre immer wieder zu Hebeln zurück. Tja. So, dann craften wir mal einen Hebel. Das wird wohl nicht so schwer sein. Wie wäre es denn hier? Ja. Den Hebel kriege ich noch hin ohne Anleitung. Okay, ziehen wir es durch. Ja. Oh, Alarm. Alarm. Achtung, Zombie-Welle. Mach dich bereit. Oh, eine Zombie-Welle. Oh nein. Und in dieser Zombie-Welle müssen wir wohl einen Wächter besiegen. Klingt nach einem Plan. Oder haben wir den Hebel schon und machen das ohne? Ja, sieht so aus, als müssten wir ausweichen. Na. Lass dich nicht erwischen. Hopp. Lass dich nicht von Zombies auffressen. Verdammt. Hau ab. Und totes Fleisch. Nein, nicht in diese Richtung. Falsche Richtung, Jesse. Falsche Richtung. Rückwärts laufen. Oh Mann. Was machst du denn, Jesse. Dumme Idee. Weg da. Mach Platz da. Für meinen Matz da. Du hast keine Energie mehr. Ja. Zack. Ich muss zu dem Hebel kommen. Ich hab doch den Hebel. Ich muss drauf an. Ach, verdammt, was machst du denn, Jesse? Du warst doch schon da. Och, Mann. Mensch. Zombie-Wille. Einfach geradeaus. Nicht in die Menge rein, einfach. Ich muss doch nur den Hebel anbringen. Willst dich doch nicht mit einer Fackel verteidigen. Komm, mach keinen Schwachsinn. Hoffentlich klappt das. Ja, es klappt, wenn du mal richtig vorne wegläufst. Ja, vielleicht nicht unbedingt jeden angreifen, der in den Weg kommt. Ja, nur verteidigen. Du kriegst eh keine Zombies besiegt. Oder müssen wir alle besiegen? Nicht rückwärts. Ja, müssen wir jetzt wohl. Ich habe keine Energie mehr. Was zum Henker? Müssen wir wohl aus dem Weg räumen. Verdammt. Na komm. Ran da. Hebel hin. Fertig. Was denn? Zack, Hebel und umlegen. Und Batz. So. Tür öffnet sich und rein da. Leute, los! Leute! Schusch! Hey, rein da und die Tür schließen. Nein, wir werden kommen. Deutlicher Unterschied. Was? Ach du Kacke. Easy. Mischt sich der Admin ein oder was? Oh, Backe. Was zum Teufel ist das? Leute? Jack. Hilf? Jack? Oh. Der Admin. Natürlich. Natürlich ist es Jesse. Wieso überrascht mich das nicht?
Admin? Es reicht dir nicht, alle Regeln meines eisigen Schicksalspalasts zu ignorieren und die empfindliche Ordnung im Sonnenscheininstitut zu stören? Er spricht wieder ziemlich leise. Den therapeutischen Effekt meiner Zombie-Minen zunichte machen? Therapeutischer Effekt? Was zum Kehrphase ist du da? Mitgefangenen wollten nur den Rest ihrer Strafe in Ruhe absitzen. Ich verschwinde von hier. Wann erst der Anfang, Admin? Ich breche aus deinem Gefängnis hier aus. Ja, daran kannst auch du mich nicht aufhalten. Das lasse ich mir nicht entgehen. Sperrt er mich jetzt zu Gefangenen X dazu oder was? Werd jetzt weggesperrt. Admin, Sir, ich bin sehr enttäuscht von dir, Aufseher. Ich esse, wenn ich nervös bin, tut mir leid. Oh nein, nicht das. Ich bin enttäuscht, weil du Jesse nicht mal einen mickrigen Tag im Griff hattest. Ich wollte nur meinen Job machen. Und jetzt habe ich Probleme. Wegen dir. Dieser Job ist echt nicht einfach. Wieso musst du ihn noch schwieriger machen? Es ist nichts machen? Persönliches. Ich musste aus dem Gefängnis entkommen. Nichts Persönliches, Aufseher. Klar, ist nichts Persönliches. Und den Grund für meine Existenz. Okay. Und das gilt für dich und dich und ganz. Jetzt ist auch ein Häftling. Nicht mehr der Aufseher. Und was dich angeht, ich habe darauf gewartet, und was mit Jack? Dass du deine Treue beweisen kannst und dass du würdig bist, mein Champion zu sein. Ist Jack jetzt böse? Ist der jetzt auf der Seite von Madman? Oder was? Was ist jetzt hier los? Scheinbar sind wir erstmal nicht durch die Tür gekommen. Was? Er ist auf der falschen Seite. Er ist auf der Seite des Admins gewechselt. Jack, nein! Jetzt werden wir richtig Spaß haben. Ja. Dann muss ich wohl Jack angreifen, wie es ausschaut. Ich hatte solch große Hoffnungen in dich gesetzt. Oh nein. Erstmal ausweichen. Sein können, aber du wolltest nicht. Oh. Ich will meinen Freund nicht angreifen. Jack, was ist hier los? Oh, oh. Nein, 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 nein. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Verdammt, ich kann den nicht angreifen. Au, Jack! Nein, 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 nein. Wir haben nur eine Chance. Ich gehe zum Anliegen und wir greifen ihn beide an. Vertrau mir, mein Freund. Mhm. Gemeinsame Pläne oder was? Verzeihung. Okay. Soll ich ihn jetzt angreifen oder was? Jetzt, Jesse! Okay. Huh, zack. Und Hinterhalt. Das. Oh, oh, das war wohl nix. Satz mit X. Das ist ein großer Plan? Schwerter können mir nichts anhaben. Denkst du? Oh oh. Doch, ich will nur, dass du bis zum Tod gegen deinen Freund kämpfst und nicht mal das machst. Tja, ich gehorche dir nicht. Ich will nicht mal mehr mit Andere dir befreundet sein. Mir vielleicht, aber ich nicht. Und ich will nicht mit dir befreundet sein. Was ist mit der Gefangenen X? Was ist mit uns? Aus dem Institut gibt es keinen Kommen. Also ist es mir egal. Ich verschwinde und denke nie wieder an einen von euch.
Von mir aus, aber ich werde an dich denken und ich werde zurückkommen und dich besiegen. Muss nach vorne schauen. Das. Ja. Das ist so traurig. Oh, spar dir dein Mitleid. Das brauche ich nicht. Und du bist traurig. Bald werde ich jede Menge Freunde haben. Ja. Okay. Alle mögen Jesse, oder? Au. Nein. Nicht doch. Auf keinen Fall. Hier ist ich. Au. Shit. Kommst du? Ich bin böse, wie es aussieht. Heuigkeiten, Jesse. Unsere Rivalität ist beendet. Denn du verrottest hier unten und bist jetzt ein Nichts. Ich kann lieber annehmen. Stella ist erst der Anfang. Deine anderen Freunde werden sich auch beugen. Lucas, Axel, Olivia, sie alle. Keine Sorge. Nein. Ich kümmere mich gut um Beacontown. Ach. Du Schande. Und da fällt mir nichts mehr ein, was ich sagen soll. Er ist weg. Jesse, wir müssen ihn aufhalten. Oh, Mann. Hört mal, Leute, es tut mir leid. Ich kann nicht. Ich bin... es tut mir leid. Lass doch die Entschuldigung, du Depp. Ja. Beacontown ist in Gefahr. Dass die gefangene X uns hier wirklich rausbringt. Ja, ansonsten wird's echt eng. Das ist der perfekte Moment, um diesem Part ein Ende zu setzen. Ich würde mal sagen, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem ihr fast verpassen wollt. Blablabla. Habe ich mich mal wieder im Text verfranst. Wie immer eigentlich. Ja, ein Däumchen nach oben, Abo da lassen, ihr wisst Bescheid. Aktivieren, nicht vergessen. Man sieht sich in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Bis dahin, habt eine angenehme, fürstliche Zeit. Man sieht sich. Ciao, ciao.